Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wegerhoff, ich bin der Mediurs. Heute geht es mal wieder um Notfallvorsorge. Heute müssen wir wieder ein bisschen Werkstatt und Werkzeug quatschen. Und zwar möchte ich euch heute 6 Werkzeuge und ein Hilfsmittel an die Hand geben, was mir in den letzten Jahren, teilweise ein paar davon schon seit sehr, sehr vielen Jahren, wirklich, wirklich, wirklich den Arsch gerettet hat. Regelmäßig und immer wieder. Und es gibt kaum etwas, was dir mehr Sicherheit gibt und Souveränität gibt als vernünftiges Werkzeug, gerade in Ausnahmesituationen. Was das war, was das ist, was das sein wird, Intro, Erklärbär, Hü. Showtime, folks. Also, über Werkzeuge und gerade über Handwerkzeuge habe ich mich in einem anderen Video schon mal unfassbar ausgekaspert. Das Video dazu gebe ich euch hier. Und zwar habe ich mich dazu ausgelassen, eines der Dinge, die mir wirklich den Hintern gerettet hat, war ein guter Schraubendrehersatz, ein vernünftiger Schraubendrehersatz. Und der ist eigentlich nur noch zu toppen durch einen guten isolierten Schraubendrehersatz. Aber das ist unsachlich und das würde gerade ein bisschen abschweifen. Das wäre also das Erste. Verschiedene Klingen, verschiedene Stärken. Das, was ich habe, ist von Veratool Rebel. Muss es unbedingt Veratool Rebel sein? Nein, muss es nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, was so eure Bedürfnisse sind. Was ihr tatsächlich braucht. Was ihr braucht, was euer Budget hergibt. Gebt euer Budget Veratool Rebel her. Oniva, los geht der lustige Lurch. Hütet euch aber davor, dass ihr Werkzeuge kauft, nur um sie zu kaufen, um sie hinterher dann irgendwie als Deko irgendwo im Regal stehen zu haben. Das macht keinen Sinn. Und vor allem dann dafür eine Schweinekohle auszugeben. Wenn für euch das Werkzeug vom Discounter des Vertrauens tatsächlich stimmig ist und wenn ihr damit klarkommt und wenn das für euch ausreicht, weil für so ein-, zweimal im Jahr kann es sein, dass es für euch durchaus ausreicht. Klar, warum nicht? Und das, was ich euch da an die Hand geben möchte, ist das, was mir geholfen hat. Ich habe vor 3 Jahren haben wir hier den Hof übernommen und ich habe hier in den ersten 2 Wochen derartig viel Werkzeug durchgesetzt. Alter Falter, das spottet echt jeder Beschreibung. Also in 2 Wochen habe ich da 3 Baukreissägen abgeraucht. Die habe ich mir damals über Kleinanzeigen gekauft. Kleinanzeigen kann man machen, aber Kleinanzeigen ist gerade für Maschinen und so weiter und so fort inzwischen zum einen ein ziemlicher Ramsch geworden und zum anderen wird da teilweise auch, und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, teilweise mit gestohlener Ware gedealt. Und da müsst ihr echt aufpassen. Da sind auch namhafte YouTuber schon auf die Fresse gefallen oder auf die Fresse gefallen worden oder was auch immer. Vorsicht. Nicht witzig. Gar nicht witzig. So. Schraubendreher haben wir gesagt, verschiedene Klingen, also Kreuz, Schlitz, meinetwegen beides, verschiedene Größen, verschiedene Längen, wunderschön, exakte Mundo. Das Weitere, was euch definitiv und was mir definitiv den Kadaver gerettet hat, war ein gescheites Zangensortiment. Das, was mir tatsächlich den Kadaver gerettet hat, und das gebe ich euch hier jetzt auch mal ganz gern zur gemeinen Betrachtung, das ist ein gescheites Zangensortiment. Auch das macht durchaus Sinn. Das darf mit manchen Zangen, darf es gerne nach VDE isoliert sein. Das gegebenenfalls, wenn ihr an eine Stromleitung kommt, wo tatsächlich noch Feuer drauf ist, dass ihr da dran wenigstens nicht gleich Breakdance macht. Heißt jetzt nicht, dass man grundsätzlich die Sicherung drin lässt, um dann an irgendwelchen Kabeln rumzufuhrwerken, sondern wenn ihr denn da schon dran arbeitet, Sicherung raus. Aber gerade bei Altbau kann es passieren, dass teilweise ihr die Sicherung rausnehmt und ihr denkt, dass da, wo ihr die Sicherung jetzt gerade rausgenommen habt, dass auf dem eigentlichen Strang, dass da immer noch Feuer drauf ist. Also Vorsicht in der Hütte. Gell? Eine weitere Sache, die aus meiner Sicht eigentlich in keinem Haushalt fehlen darf, das ist ein Akkuschrauber oder ein Akkubohrschrauber.
Und der eine oder andere wird gleich ein bisschen aufjuchzen. Das hier ist jetzt die 12-Volt-Variante. Muss es unbedingt Bosch Blau sein? Nein, muss es nicht. Nochmal, passt es für euer Budget, passt es für eure Bedürfnisse? Attacke, fertig werden. 12 Volt, nein, es ist nicht der Akkuschrauber meiner Frau, sondern ein sogenanntes Gemeinschaftswerkzeug. Und zwar nutzen das inzwischen auch meine beiden Mädels vorlaute, kurz vor 9 und 12 Jahre alt. Und der hier hat den Vorteil, dass du hier das Bohrfutter abnehmen kannst, kannst hier einen Exzenter ransetzen. Das heißt, du hast im Grunde eine Bitaufnahme aus der Mitte raus versetzt. Gerade wenn du irgendwelche Möbel zusammenbauen willst oder so. Hier haben wir einen Winkelaufsatz. Wir können dann hier auf diesen Winkelaufsatz das Bohrfutter draufsetzen. Können aber auch hier direkt mit einem Bit reingehen oder einer Bitaufnahme reingehen. Was auch wieder bei Möbelzusammenbau eine wirklich fluffige Sache ist. Macht die Bautiefe jetzt nicht so ganz. Es ist besser. Ja, es ist besser. Kommt schon. So, hier vorne können wir auch mit dem Bit reingehen, mit dem Sechskant. Wir kriegen für den hier aber zum Beispiel auch ein Schlagwerk. Von einigen YouTubern hochgradig gefeiert, von anderen zum Zerfleddern gehasst. Und auch da ist meine ganz ehrliche Meinung, es kommt drauf an, was ihr damit vorhabt. Ja, dieses Flexi-Klick-System ist durchaus nicht schlecht, aber es kommt wirklich drauf an, was ihr vorhabt. Wenn ihr jetzt hier auf einer Betonplatte auf der Ranch 42 Zaunpfähle mit Winkeln im Beton verschrauben und verbohren, also erst bohren und dann verschrauben müsst, dann ist das Ding wahrscheinlich ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, weil da geht es beim Bohrerdurchmesser los, wie es so schön in der technischen Kochsendung heißt. Ich habe da mal was vorbereitet. Dieses Flexi-Klick-System hat halt auch die SDS-Aufnahme, also diese Bohreraufnahme hier. Und derartige Bohrer könnt ihr damit verwenden. Hier geht es, glaube ich, los mit, den habe ich verwendet, was ist er doch gleich? Ich glaube, ein 10er ist das. Besonders schön bei dem hier, 4 schneiden, Karbidspitze, ist was Gescheites. Kostet Geld, weil für Luft und Liebe kriegt man sowas nicht. Aber es hat den ganz großen Vorteil, dass das wirklich vernünftiges Zeug ist, was auch wirklich lange hält. So, 12 Volt, wir waren bei 12 Volt stehen geblieben. Ja, wir haben auch einen 18 Volt Akkuschrauber, aber mit dem 12 Volt Akkuschrauber haben wir tragende Teile unseres Trockenbaus gemacht. Ein paar Eindrücke davon habt ihr jetzt hier mal. Das ist der erste Stock gewesen mit bummelig 120 Quadratmetern Grundfläche, den wir mal eben komplett entkernt und neu gemacht haben. Alles an Trockenbau raus, alles an Trockenbau neu. Isoliert als Grundvariante auf die Lattung drauf OSB-Platte und auf die OSB-Platte dann Schulz-Endlich-Rigips. Hier haben wir jetzt ein paar Eindrücke, ein paar Basteleindrücke aus der Seminarhöhle, als sie im Bau befindlich war. Die ist inzwischen auch fertig. Und das sind nur zwei von den Baustellen, die wir hier hatten. Wir haben dann den Dachboden noch ertüchtigt, haben den Dachboden mehr oder weniger ausgebaut, haben da jetzt unsere Brennwertheizung und haben da mal eben nochmal 90 Quadratmeter oben drauf gesetzt. Also von daher, und das alles mehr oder weniger mit dem hier, weil mit dem 18-Volt-Gerät, und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da fallen dir, ganz egal welchen Akku da ran bastelst, da fallen dir nach 2-3 Stunden fallen dir die Arme ab. So, und hier hast du den Vorteil, du kannst einen kleinen oder einen relativ kleinen Akku nehmen. Welchen haben wir hier jetzt? Wir haben jetzt hier den 2 Ampere-Stunden Akku. Der ist nicht wirklich groß. Wir haben jetzt hier den 4 Ampere-Stunden Akku. Das ist jetzt ein eckiges Modell. Und mit dem 4 Ampere-Stunden Akku hält dieses Ding echt ewig und 3 Tage. Es ist unfassbar. So, Akkuschrauber haben wir gesagt. Falls ihr tatsächlich in die Versuchung kommen solltet und Schlag bohren wollt und es etwas mehr ist, als zweimal im Jahr irgendwie ein neues Bild anzuhängen, dann habe ich mir gegönnt dieses ehrenwerte Teil.
auch von Bosch Blau. Nein, nochmal, es muss nicht Bosch Blau sein. Wenn euer Budget an dem Discounter des Vertrauens ausgerichtet ist, dann ist das so. Das will ich nicht verteufeln, um Gottes Willen. Macht keinen Blödsinn, und wenn, dann lasst mich wenigstens über Social Media dran teilhaben. Hat eine SDS-Aufnahme, also von den Bohrern, die wir gerade gesehen haben. Da geht ihr bald, drückt hier die Muffe vom Bohrfutter runter. Es klackt einmal und good to go. Runterdrücken, rausnehmen, einpacken, fertig werden, glücklich sein. Kann Schlag bohren, kann bohren ohne Schlag. Ich habe damit bei uns in der Küche die Steckdosen, die neuen Positionen der Steckdosen mit einer Bohrkrone gebohrt. Das macht ihr in der Regel und meistens an anderen Tagen ohne Schlag. Funktioniert wie Hölle mit Allrad. In dem Fall ein 18-Volt-Gerät, weil wie gesagt, also ein vergleichbares 12-Volt-Gerät hat Bosch leider nicht am Start in der Professional-Variante. Was uns ebenfalls mehrfach den Kadaver gerettet hat, gerade im Punkto Trockenbau, ist eine Säge. Und das wäre dann zum Beispiel dieses kleine schleimige Scheißerchen. Ja, das Ding ist nicht sonderlich groß, das Ding ist sehr, sehr handlich. Aber, und das ist der ganz große Witz, das Ding kommt mit einer eigenen Anschlagschiene und vor allem ist das Ding kompatibel mit der Führungsschiene von Bosch. Oder zumindest gibt es dafür eine Adaptiermöglichkeit. Das Ding hier lässt sich sehr, sehr einfach handeln. Na? Ist sehr, sehr klein, sehr, sehr handlich. Hat aber trotzdem für so ein kleines Gerät richtig Wumms. Was man als Alternative zu der Kreissäge nehmen kann, ist eine Stichsäge. Eine Stichsäge von Bosch habe ich jetzt nicht. Für diese Stichsäge von Bosch gibt es für die Führungsschiene einen Adapter. Und dann kannst du tatsächlich richtig gerade Schnitte auch mit einer Stichsäge machen. Das ist nämlich sonst gar nicht so richtig einfach. Das ist mit der Kreissäge schon einfacher. Aber du hast bei der Kreissäge auch trotzdem noch die Gefahr, dass du das Ding in irgendeine Richtung verziehst. Also von daher, bei längeren geraden Schnitten solltest du nach Möglichkeit schon mit einer Führungsschiene arbeiten. So, wir haben also gesagt, Schraubendrehersatz, Zangensatz. Wir haben gesagt, Akkuschrauber. Wir haben gesagt, Schlag, Bohr von und zu, how auch ever. Und selbst wenn ihr den nicht selber kauft, sondern mit ein paar Leuten zusammenlegt, was spricht denn dagegen? Was spricht dagegen, dass ihr euch für bestimmte Projekte so einen Teil irgendwie beim Baumarkt des Vertrauens ausleiht? Denn viele der Baumärkte haben inzwischen einen Verleihservice für entsprechende Geräte. Weil die wirklich guten Profigeräte, die kosten auch wirklich gutes Profigeld. Muss man mal ganz locker sagen. Dürfen, müssen. Und jetzt haben wir obendrauf die Kreissäge gehabt. Ein letztes Werkzeug, was ich euch mit an die Hand geben möchte, was inzwischen mehr oder weniger täglicher Begleiter ist, das ist auch aus dem Hause Vera Tool Rebell, und zwar ist es das Tool Check, wo wir einmal einen Griff haben. Wir können hier mit diesem Bithalter arbeiten. Das Ganze ist magnetisch, was, wie ich finde, sehr, sehr geil ist. Ihr habt aber auch eine Möglichkeit, dass ihr hier eine kleine Knarre habt. Und diese kleine Knarre, in diese kleine Knarre könnt ihr die Bits, diese Teile hier, entweder direkt rein und damit schrauben. Hat halt den Vorteil, dass ihr eine unfassbar flache Bautiefe habt. Also gerade wenn ihr irgendwo in irgendwelchen verwinkelten Ecken irgendwelche Schrauben anziehen müsst, gerade beim Möbelzusammenbau oder so, da ist das schon ziemlich geil. Aber wo das auch ziemlich geil ist, ist an der Kfz-Schrauberei. Und zwar Auto, sofern ihr ein Auto überhaupt noch selber schrauben könnt. Bei den meisten neueren Autos brauchst du ja selbst zum Reifenwechseln inzwischen einen Laptop. Finde ich persönlich einigermaßen furchtbar, aber das ist letzten Endes auch nur meine kleine Meinung.
Aber gerade so ältere Motorräder, ältere Autos, Fahrräder, na klar, warum nicht? So, dann hast du hier deine Aufnahme für die Nuss und dann kannst du hier fröhlich schrauben in die andere Richtung und fertig werden. Finde ich, wie gesagt, eine super Sache, hat mir mehrfach inzwischen das Nackenfell gerettet. Ja, Kostentaler, aber ganz ehrlich, seitdem habe ich auch Ruhe auf dem Kanal. So, hier kommt die Knarre wieder rein. Na, da zuschieben. Hier auf der Seite kommt der Griff als Schraubendreher wieder rein. Und fertig ist der Lack. Alles drin, was du für einen technischen Erstangriff brauchst. Und alles drin, um tatsächlich glücklich zu werden. Ein Hilfsmittel, was mir ebenfalls mehrfach den Kadaver gerettet hat, da viele Sachen draußen stehen und hier in der norddeutschen Tiefebene draußen im Wald und auf der Heidi, hätte ich bald gesagt, gerade hier auf der Ranch gerne mal vor sich hin oxidieren. Das ist WD-40. WD-40 ist... Wo fange ich an? Also WD-40 ist so ein bisschen wie technischer Kamillentee. Gut gegen Entzündung, hätte ich bald gesagt. Hilft zumindest, Rost zu lösen. Ob es selber ein Rostlöser ist, man weiß es nicht so genau. Ist es tatsächlich ein Schmiermittel? Auch das weiß man nicht so genau. Es hinterlässt auf jeden Fall einen leichten Film. Ob das jetzt tatsächlich Schmiermittel ist oder nicht, kann man von halten, was man möchte oder auch nicht. Ist multifunktionell anwendbar. Ich habe es lieben gelernt schon vor unendlich langer Zeit, weil es gibt es auch schon unendlich lange Zeit. Es gibt halt auch ähnliche Produkte, zum Beispiel von Ballistol. Eins der wahrscheinlich gängigsten, eins, das, was ihr wahrscheinlich auch am ehesten kennen werdet, ist Ballistol Waffenöl. Aber das ist halt nicht nur Waffen, das ist für Hundefellpflege, das ist für Hundepfotenpflege, das ist für Handbalsam, hätte ich bald gesagt, das ist für alles. Na, und gerade in technischen Belangen ist das halt wirklich, gerade wenn du irgendwie eine Schraube hast, die ein bisschen verrostet ist, du sprühst ein bisschen drüber und du wartest einen Moment, gehst dann halt mit einem entsprechenden Schrauber bei, gegebenenfalls auch mit einem Schlagschrauber, warum nicht? Na, und dann kriegst du da eine Verschraubung in der Regel und meistens an anderen Tagen auch auf. Na, ist keine Allheilmittel, aber ist schon mal eine echte Hilfe. Nein, ist kein Kettenfett. Na, um eine Kette zu fetten, nehmt ihr bitte Kettenfett bzw. Kettenöl und vorher wird die Kette bitte einmal gereinigt. Gut, Kenners, das war Kürze, Würze, Werkzeug, was mir hier den Arsch gerettet hat, was eventuell für euch sinnvoll sein kann. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, haut es unten in die Kommentare. Ja, man kann für nach entsprechenden Schadensereignissen für jede Sache, für jedes Gewerk, kann man sich einen Handwerker holen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das habt. Ich habe keinen Dukatenesel in der Ahnenreihe. Also, Daumen aus dem Gesicht, Nuckeln einstellen, fertig werden. Kennings, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.